Wild und bunt und frech, so wollen wir nähen. Ohne viele Regeln, dafür mit umso mehr Witz und Kreativität. Ich bin Sabine von der Website sosimple.de. Mein Team und ich stellen dir coole Ideen und Schnittmuster vor und versorgen dich mit jeder Menge Inspiration für das tollste Hobby der Welt. Heute geht's wirklich rund. Wir nähen diese kunterbunten Taschentüchertaschen und zwar mit Schwung und einem ganz besonderen Kniff, nämlich mit Origami-Ecken. Die machen einen coolen 3D-Effekt und praktisch gar keine Arbeit. Legen wir los. Für unsere Taschentüchertasche brauchst du den Stoff für die Außenseite. Den habe ich schon mit Vlies bebügelt. Und einen Stoff für die Innenseite. Du brauchst unser Schnittmuster. Das findest du auf unserer Website sosimple.de. Dann brauchst du ein farblich passendes Schrägband, ein Lineal, Stecknadeln und einen Stift zum Markieren. Als erstes schneidest du dir die Stoffteile zu und überträgst dann die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff der Außenseite. Als nächstes drehst du deinen vorbereiteten Stoff um und dann versäubern wir auch schon hier diese geschwungenen Kanten mit dem Schrägband. Und jetzt steppen wir das Schrägband auf der rechten Seite einmal fest. Und damit hast du schon die erste Seite versäubert. Das wiederholen wir jetzt auf der anderen Seite ganz genauso. Jetzt können wir die Tasche schon fürs Zusammennähen vorbereiten. Du faltest die erste Spitze zur hinteren Markierung und sicherst das mit einer Nadel. Dann nimmst du die zweite Spitze und faltest sie zur anderen Markierung. Da musst du jetzt ein bisschen gucken. Die liegt ja drunter. So dass sich die beiden Spitzen schön überlappen. Das machst du auf der anderen Seite ganz genauso, nur dass die eine Seite, die vorher oben lag, jetzt unten liegt und die andere oben. Und sicherst auch das mit einer Nadel. Wir bereiten jetzt die Origami-Ecken vor, indem wir an den offenen Kanten jeweils 1 Zentimeter von der Ecke an markieren. Das machen wir an allen 4 Ecken und auf allen Seiten, auf beiden Seiten natürlich. Die Ecke formst du jetzt, indem du die äußere Ecke nach innen klappst, sodass sich die beiden Markierungen hier treffen. Und dann sicherst du diese Ecke schon mal mit einer Nadel. Das wiederholst du jetzt an allen 4 Ecken. Äußere Ecke nach innen. Hier treffen sich die beiden Markierungen
und du steckst dir eine Nadel. Die Ecken sind vorbereitet. Als nächstes nähe ich diese offenen Kanten zu mit einem Geradstich. Und da, wo die Schrägbänder sich treffen, da nähe ich zweimal hin und her, damit die Naht einfach auch sicher ist. Denk bitte dran, die Naht am Anfang und am Ende immer zu verriegeln. Kannst du die Stecknadeln entfernen? Die Nahtzugabe ein bisschen zurückschneiden. Und dann versäubern wir diese offene Kante hier nochmal mit einem ganz einfachen Zickzackstich, damit sie hinterher nicht ausfranst. Ich habe die Fädchen jetzt abgeschnitten und die Tatüta gewendet, die Ecken mit den Fingern ein bisschen ausgeformt und jetzt ist sie fertig. Ganz am Schluss bringe ich noch so ein kleines Anhängerchen an. Das sieht ganz hübsch aus und ich finde, das wertet die Taschentüchertasche auch nochmal auf. Das nähe ich einfach mit einem durchsichtigen Vinylgarn am Schrägband fest. So sieht sie aus, unsere fertige Taschentüchertasche. Das Schnittmuster dazu und viele weitere Nähanleitungen und Ideen findest du auf unserer Website sosimple.de. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Like da lässt. Vielleicht magst du ja sogar unseren YouTube-Kanal abonnieren. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Happy Simple Sewing!